Willkommen zu einem weiteren Spaziergang durch die Vergangenheit. Heute berichte ich über das Kriegsgeschehen zwischen 1939 und 1945 hier in Fellerdilm und in direkter Umgebung. Die ersten Kriegsjahre waren noch voller heroischer Siege. Die Menschen waren guten Mutes, die Opferzahlen waren verhältnismäßig gering. Die Propaganda versprach immer wieder neue Waffen, die imstande waren, das Kriegsgeschick noch weiter zu revolutionieren. Doch 1942, als die Amerikaner in den Krieg eintraten, wendete sich das Blatt. Der Russlandfeldzug kam ins Stocken. Stalingrad hieß das Massengrab. Die vielen jungen Männer, die diesen Weg 1939 bis 1945 gehen mussten, haben diesen Bahnhof als letztes Bild in ihren Augen zu sehen bekommen. Vor dieser Tür wurde manche Träne geweint. Hier vor dieser Tür geschah so mancher Abschied, der keine Wiederkehr kannte. Der Krieg beginnt im September 1939 an einem Tag wie an diesem. Die Menschen konnten damals noch nicht erkennen, was dieser Krieg Unsägliches für sie bringen würde. Die jungen Männer, die hier in die Züge einstiegen, waren vollen Mutes. Jedoch war so mancher tief betrübt und ahnte schon, dass seine Wiederkehr vollkommen ausgeschlossen ist. Den jungen Männern, die durch diese Bahnhofstür zwischen 1939 und 1945 gingen, war offensichtlich nicht bewusst, was sie erwartete. Viele kehrten nicht zurück. Viele kehrten zurück und waren für ihr Leben traumatisiert. Auch diese Bahnstrecke war in Kriegszeiten sehr dicht befahren. Natürlich fuhren auch hier Deportationszüge. Sie mussten auch schon mal hier anhalten oder standen etliche Stunden auf dem Überholgleis. Und die Menschen, die hier ortsansässig waren, wussten schon, was da geschah. Mir wurde berichtet von einer älteren Person, die damals 20, 22 Jahre alt war, dass die Menschen, die in den Viehwaggons eingesperrt waren, um Hilfe schrien. Wir sind auch Deutsche. Niemand reagierte, niemand tat irgendetwas und die Menschen verschwanden in den Konzentrationslagern, wo viele, viele, viele ihr Leben lassen mussten. Der Kriegseintritt der Amerikaner sorgte auch hier an der Bahnstrecke Frankfurt-Siegen zu erheblichen Problemen. Bereits im Sommer 1942 tauchten hier die ersten Jagdbomber auf, die die fahrenden Züge beschossen und so manches Leben des Bahnpersonals
Personals, was hier beschäftigt war, in Angst und Schrecken versetzte. Einen Zivilschutz, wie wir ihn heute kennen, gab es 1933 natürlich noch nicht. Erst nach der Machtergreifung wurde in Völlerdin eine freiwillige Feuerwehr gegründet. Da die jungen Männer in der Zeit von 1939 bis 1945 als Soldaten im Felde waren, konnten sie im Zivilschutz ja nicht tätig sein. Die Freiwillige Feuerwehr bestand überwiegend aus alten Männern und ein paar Frauen, die sich hier so gut helfen konnten, wie es ging, die mit der damaligen Technik auch zum großen Teil erheblich überfordert waren. Die Alarmierung der Menschen im Luftschutz erfolgte im Wesentlichen über Volksempfänge, die hier und da im Ort verteilt waren, und natürlich die Signalpfeife der Dynamit-Nobel-Fabrik in Würgendorf. Selbst diese Sirene wurde erst in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts eingerichtet. Sie diente neben der Alarmierung der Feuerwehr auch als Luftschutzsirene, da der Kalte Krieg bereits in dieser Zeit begann. Die vielen jungen Männer, die aus dem Zweiten Weltkrieg nicht zurückkamen, sind hier auf diesem Gedenkstein namentlich vermerkt. Immer wenn wir hierher kommen, denken wir an diese Menschen, die uns verlassen haben. Wir gedenken den jungen Männern einmal im Jahr an diesem Gedenkstein, um niemals zu vergessen, wohin Kriege uns führen. Der Zweite Weltkrieg beginnt in seiner Schrecklichkeit ab dem Jahre 1943. Nach der verlorenen Schlacht um Stalingrad kehrt sich das Blatt des Erfolges in eine katastrophale Niederlage um. Schon Ende 1942 tauchten über dem heimischen Luftraum hier und da Bomberverbände der Briten auf. Jedoch zogen sich diese durch den massiven Widerstand der deutschen Luftwaffe dann wieder zurück. Ab 1943 begannen die Amerikaner, die mittlerweile in das Kriegsgeschehen eingegriffen haben, mit riesigen Bomberverbänden über Deutschland. Sie brachten so manche deutsche Großstadt in den Untergang. Tausende von Menschen starben unter der gewaltigen Bombenlast, die über Deutschland herabregnete. Es ist der 29. April 1943, als wieder einmal eine riesige Bomberflotte über dem Himmel von Fellergill auftauchte. In diesem Wohnhaus lebte der Schuster Rudolf Hees. Er war für den Kriegseinsatz zu alt. Er betrieb im Hinterhof eine kleine Schusterwerkstatt und er war einer der wenigen, die einen Volksempfänger besaßen.
Immer wenn die Fliegerverbände über Deutschland erschienen, bekam er über diesen Volksempfänger die allgemeinen Warnungen der 1. Flak-Division Berlin zu hören und warnte umgehend die Menschen in der Nachbarschaft. Es ist um die Mittagszeit. Der damals 15-jährige Friedhold Weber ist in der Hauptstraße im Haus Nummer 1 bei seiner Tante zu Besuch, steht am Fenster zum Garten hinausschauend, als eine Fliegerbombe, die aus diesem Pulk, der schon seit einiger Zeit im Anflug auf Schweinfurt, Frankfurt ist, voraussichtlich durch Jäger angegriffen wurde. Einer der Bomber muss also einen sogenannten Notabwurf getätigt haben und etwa 6-7 Bomben fallen in das Dilltal über Fellerdilln hinein. Da die Menschen kaum in der Lage waren, zu begreifen, was Krieg bedeutet, sie selbst nie irgendetwas Negatives im Kriegsgeschehen erlebt hatten, waren sie zutiefst geschockt, dass so etwas in so einem kleinen Ort auf dem Land überhaupt passieren konnte. Die Bombe hatte den im Garten befindenden Kirschbaum mit voller Wucht über das Hausdach geschleudert, Teile des Daches mitgenommen und lag auf der Hauptstraße. Die nach einiger Zeit zusammenlaufenden Menschen hatten aber nicht bemerkt, dass sich im Wohnhaus niemand bewegte. Erst nach einiger Zeit konnten die Menschen, die in der Erde gefangen waren, befreit werden. Sie mussten mühsam ausgegraben werden. Die Traumatisierung der Menschen war derart groß, so dass sie auch noch bis heute hin anhält. Man hat keinerlei Vorstellungskraft darüber, wie wehrlos man sich in so einem Kriegsfall vorkommt, wenn man direkt Betroffener ist. Natürlich hat man einiges versucht zu regulieren. Jedoch waren die Gebäude im Umkreis bis weit hinaus über das Kriegsende hin beschädigt. Die Menschen waren nur mehr auf der Hut und sollten in den nächsten Monaten noch viel schlimmere Dinge erleben, die ich in einem späteren Video beschreiben möchte. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.